Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Plays wieder Moris. Wir starten direkt durch mit der zweiten Episode weiter, weil wir dort stehen geblieben sind. Ah, ist das Spiel laut! Aus Panik erstmal den Ton abgedreht. Effekte. Boing. Boing? Oh mein Gott. Ach stimmt, heute gehen wir zu Professor Seidi in den Kurs. Genau, damit hatten wir aufgehört. Okay. Ich habe überhaupt keine Angst oder so. Nein, ich doch nicht. Nein. Okay. Heute ist es soweit. Das Semester geht los und ich muss erstmal zum Kurs von Professor Seidi. Das ist mein erster Kurs heute Morgen. Yay! Ich kann direkt meinen Professor anschmachten. Geilo! Ha! So gefällt mir das. Jelene ist schon weg. Ich bin nicht einmal sicher, ob sie gestern Abend nach Hause gekommen ist. Ist mir allerdings auch egal, weil ich Jelene sowieso nicht ab kann. Ich darf keine Zeit verlieren. Ich darf nicht zu spät kommen. Hier das Outfit mit der roten Jacke. Habe ich das Outfit eigentlich wirklich an? Habe ich das richtige Outfit an? Ich habe die rote Jacke. Moment, bevor ich hier irgendwas falsch mache. Ich habe die rote Jacke an. Ich habe die Kette an. Ich habe diese komische Hose an. Ich habe die Schuhe an. Und ich habe das weiße Top an. Ah, look, sexy. I'm sexy and I know it. Entschuldigung. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. So, finde für den ersten Semestertag etwas Passendes zum Anziehen und gehst zu Professor Seidis Kurs. Oh. Also hätte es auch sein können, dass ich die Klamotten erstmal sowieso noch anziehen müsste. Okay. So, Kunstgebäude. Gehen wir ins Kunstgebäude. Zisch und weg. Okay, hier sollten wir richtig sein. Ich hoffe es zumindest. Professor Seidi wartet schließlich auf mich. Ich muss ihn sehen. Die Vorlesung muss in einem der Hörsäle sein. Wird? Hör. Wird? Ey, das wird nur mit einem L? Ich hätte das mit zwei R's geschrieben, aber gut. Okay. Ha. Egal. Es ist praktisch, dass das Wohnheim gleich nebenan liegt. So besteht keine Gefahr, dass ich zu spät komme. Zum Glück. Außer ich verschlafe. Dann komme ich trotzdem zu spät. Däh. What? Meine Nase juckt. Ah! Geil, dass das ausgerechnet jetzt beim Let's Play sein muss. Doofe Nase. Hör auf zu jucken! Nee. Schau dich an. Was hat er ihr nochmal für eine Stimme gegeben? Ich glaube, eine sehr ruhige, ne? Ich hatte ja einen Livestream zu dem zu Campusleben erste Episode gemacht und ich überlege gerade, ich hatte Shani, glaube ich, so eine ruhige gegeben. Weil sie ein bisschen goff, ich meine, sie ist ein bisschen goff, sie ist sehr goff. Aber ich finde, ich liebe so ein Outfit, ganz ehrlich. Ich liebe Goff-Outfits. Die sehen so cool aus. Ich würde sowas auch gerne tragen können. Vor allem das würde ich gerne tragen können. Das ist so, geil. Ich würde auch gerne so die Frisur tragen können, aber bei mir verblasst das Pink wahrscheinlich viel zu schnell, also... Hallo, gehst du zum Kurs von Herrn Seidi? Ich habe gerade irgendwie Parfümgeschmack im Mund. Ugh. Hallo, Chani. Ja, genau. Ich bin froh, dass das Semester gleich mit diesem Kurs beginnt. Ich meine, hallo. Heißer Professor gleich am ersten Tag und am ersten Morgen. Oh yeah, baby. Ich auch. Das ist einer der Kurse, die mich am meisten interessieren. Ja, der Professor ist charismatisch, schön anzusehen, voller Begeisterung. Das kannst du laut sagen.
Er hat es ja angetan, so viel ist klar. Und nicht nur dir, sondern auch mir, also stell mir nicht im Weg. Ich hoffe, ich werde mich nicht mit Shani streiten, weil sie auch auf dem Professor steht. Das wäre blöde. Ich mag Shani, ich will mich nicht mit ihr hinterher um den Professor streiten müssen. Dann nehme ich doch lieber Hyun. Ernsthaft. Allerdings, kommst du? Ich möchte so weit vorne sitzen wie möglich, um nichts vom Unterricht zu verpassen. Klar, vom Unterricht. Natürlich, vom Unterricht, nicht vom Professor selber. Ich meine, wer würde schon den Professor ansprechen wollen? Ich doch nicht. Brauchst du irgendwas? Brauchst du irgendwas? Hallo, Evoli. Aua! Ich hab Schminke im Gesicht. Mein Arm ist Evoli. Evoli wollte Christian geben. Toll. Also, eins fällt mir schon mal auf. Svidamores Campusleben hat eindeutig mehr Schreibfehler als das normale Svidamores. Pudding. Ja, lass uns gehen. Ja, lass uns gehen. Okay, wo müssen wir rein? Bevor ich jetzt unnötig APs verschwende, Hörsaal 2. Okay. Was denn? Die anderen sitzen schon auf ihren Plätzen. Na toll. Das heißt, ich kann nicht in der ersten Reihe sitzen, um Herrn Seidi anzuschmachten. Ist so total bescheuert. Ich will in der ersten Reihe sitzen. Moment, ich kann in der ersten Reihe sitzen, weil kein normal denkender Mensch sich in die erste Reihe setzt. Verurteilt nicht mein Deutsch. Nee, aber jetzt ernsthaft. Ihr müsst mal in eine normale Uni gehen. Ich weiß nicht, ob welche von euch studieren, aber ich tue es und fast liegen auf der Treppe. Wo war ich stehen geblieben? Ah, genau. Ich studiere und irgendwie fast nie setzt sich irgendjemand in die erste Reihe. Weil, ich weiß nicht, wenn dann der Kurs doch mal langweilig ist, dann will man lieber auf ein Handy gucken oder schreibt in seinem Blog oder so rum. Und da hat man dann echt keinen Bock drauf, wenn der Professor die ganze Zeit so gucken kann. Was machen sie da? Schöne Gespräche, die sie da führen. Sowas will man nicht. Aber wenn der Professor schnucklig aussieht, möchte man auch nicht in der ersten Reihe sitzen, weil er dann bemerkt, oh, die Schülerin steht auf mich. Wisst ihr, was ich meine? Es ist irgendwie, die erste Reihe ist irgendwie so ein Tabu. Die ist so ein Tabugebiet für Studierende. Ich weiß nicht warum, es ist einfach so. Professor Seidi sitzt am Pult und ordnet seine Unterlagen. Er sitzt also am Pult. Okay. Darf ich ihn dabei beobachten? Er blickt nicht auf, als die Studenten hereinkommen und sich hinsetzen. Es herrscht nicht das sonst zu Semesterbeginn übliche Durcheinander. Alle scheinen den Professor gespannt zu beobachten. Auch die Kerle? Die Sony ist voll mit schwulen Leuten. Oh Gott. Nicht, dass ich was gegen Schwule hätte, um Himmels Willen. Es ist eher... Ich weiß nicht. Ich will auch jemanden daten können. Ich meine, ich weiß, wie ich daten kann, aber trotzdem, what? Ich meine, Alexi würde sich freuen, wenn diese Uni voller schwule Leute wäre. Sollen wir uns hier hinsetzen? Ich wollte mich gerade hinsetzen, als ich etwas weiter weg Melody sah, die mir zuwinkte. Oh Gott, nein! Ich setze mich neben Shani. Nö, du kannst nicht mal. Lass mich in Ruhe, Melody. Lass mich in Ruhe. Nö. Sie gibt mir das Zeichen, dass ich mich neben sie setzen soll. Nö. No. Ich bleib neben Shani. Ist das wichtig für ihn? Ist das wichtig für ihn? Ist das wichtig für ihn? Okay, ich schätze, es ist einfach nur wichtig, ob ich mit Melody mich verstehen möchte oder mit Shani. Also von daher... Von daher... F you, Melody! Ich setze mich neben meine neue beste Freundin Shani, because she's cool and cute at the same time. So, bye! Sich neben Shani setzen. Bye-bye! Ja, hier ist perfekt.
Ich sage Entschuldigung zu Melody hinüber, dann setze ich mich und holte meinen Laptop heraus. Och, immer die ganzen Studenten mit ihrem Laptop. Ganz ehrlich, wer? Welcher Student hat ständig Geld für Laptop? Ich habe mir auch einen besorgt, aber erst als ich wirklich ein bisschen gespart habe. Nur wenn du dir auch noch Studentenwohnheim, weil die sind nicht kostenlos, die kosten ja. Man muss ja für seine Wohnung bezahlen. Und dann noch zusätzlich einen Laptop und alles kaufen. Oder die Eltern bezahlen alles, keine Ahnung. Außerdem sitzen wir so im Notfall nah genug an der Tür. Im Notfall? Möchtest du jetzt sofort fliehen oder was? Ich dachte, du magst den Professor. Aber wahrscheinlich denkst du ja an einen Feueralarm oder so. Wieso? Was sollte denn... Hast du etwa noch nie Scream, Final Destination oder Blair Witch Project gesehen? Girl! Ich lieb dich immer mehr! Außer Final Destination. Ich hasse diesen Film. Verurteilt mich nicht. Ich habe den Film mit 12, 13 Jahren gesehen, den ersten Teil. Jetzt könnt ihr euch mal ausmalen, wie alt ich bin. Das war auch ungefähr so im Release, als ich den gesehen habe. Den ersten oder zweiten Teil habe ich gesehen, als ich 12, 13 war. Ich bin nämlich zufällig runter zu meiner Mutter gegangen. Und da lief der Film und ich dachte so, guckst du doch ein bisschen mit. Der Film hat mich verstört. Ich kann mir Final Destination nicht angucken, ohne totale Paranoia und Panik zu bekommen. Ich krieg dadurch wirklich Panikattacken durch den Film. Ich kann den Film nicht gucken. Ich weiß nicht, warum der mich so fertig macht, so seelisch. Aber ich kann diesen Horrorfilm nicht gucken. Das ist nicht meins. Nee. Ich weiß nicht, es macht mich irgendwie kirre, so darüber nachzudenken, dass der Tod die ganze Zeit über einen wachen könnte. Also, es ist einfach nicht meins. Nö. Aber ansonsten, Blair Witch Project war ein guter Film. War, ja. Und Scream, sie mag sehr ausgefallene Horrorfilme. Es hat eine unterschiedliche Mischung an Horrorfilm-Genres. Also, ich sag mal so. Ich teile das Genre Horrorfilm nochmal auf in bestimmte Kategorien, wie jetzt, was glaube ich auch sehr viele machen, wie jetzt zum Beispiel Blair Witch Project ist Found Footage, Final Destination ist, ja, ist für mich schon so Horror, Thriller vielleicht auch ein bisschen, und Scream ist Slasher. Scream ist schlichtweg Slasher, wenn nicht sogar Parodie, weil es ja auch insgesamt ein bisschen die Slasher-Filme ein bisschen parodiert. Weswegen Scary Movie so gesehen eine Parodie auf einer Parodie ist. Also. aber ich mag das. Ich mag ihren Filmgeschmack. Also, Unrecht hat sie so gesehen nicht. Wobei. Ja gut, bei Scream spielt in der Schule, aber Blair Witch Project spielt im Wald und Final Destination spielt normalerweise, glaube ich, auch nicht in der Schule. Ich glaube, ein Teil ist auf dem Rummelplatz gewesen, also mit Achterbahn und so. Bei einem war ein hatten die irgendwie ein Flugzeug überlebt oder so. Insgesamt, die meisten Sachen bei Final Destination passieren eher zu Hause, auf der Straße, aber nicht in so einer Schule. Vielleicht auch noch bei der Arbeit. Ich glaube, bei allem einer ist durch einen Aufzug gestorben. Was traurigerweise wirklich passiert ist. Also, seid ein bisschen vorsichtig bei Aufzügen. Wenn die Türen zugehen, versucht nicht, euch durchzuquetschen, weil jemand ist dadurch wirklich schon mal der... Ich deute es nur an, ich möchte es nicht aussprechen, aber... Es ist wirklich... Ja. Ja. Ich rede wieder zu viel. Wir sitzen kaum im Kurs und ich rede schon wieder zu viel. Es tut mir so leid. Aber keiner dieser Filme spielt in der Uni, soweit ich weiß. Wie gesagt, Scream spielt so gesehen in der Schule und Schrägstrich. Und ich glaube, es ist aber eine normale Schule, noch kein College.
Aber ich meine, das spielt auch da drin. Aber ja, bessere Beispiele wäre jetzt sowas wie Nightmare on Elm Street gewesen, was auch in der Schule spielt. Oder... Prom Night, oder wie das heißt. Das glaube ich auch... Meine Mutter hat einen Film gesehen, da ging es irgendwie um Abschlussball, hier Prom Night. Und da war auch irgendwie... War, glaube meine ich, auch ein Slasher in der, in der Schule. Ansonsten... Die Scream-Serie spielt in der Schule, so. Ich kann übrigens Scream, die Serie, sehr empfehlen. Die ist... Die war interessant und gut gemacht, muss ich wirklich zugeben. Ich würde gerne mehr sehen. Ich würde auch gerne Scream Girls mehr gucken. Nee. Scream Girls? Nee. Wie ist das nochmal? Doch. Ach, keine Ahnung mehr. Aber es ist auch eine gute Serie. Sehr lustig. Ich habe nur den Titel vergessen. Aber ja, sie hätte bessere Beispiele nehmen können. Aber Scream lasse ich gelten. Final Destination und Blair Witch Project. Ja. Aber hey, unsere Sekret hat mal ein bisschen Wissen über Filme. Ansonsten hatte ich immer das Gefühl, dass sie irgendwie überhaupt keine Ahnung von irgendwas hat. Also, I like it. Das stimmt, aber es geht immer um Studenten. Das ist so gesehen aber auch nicht wirklich richtig, weil bei Final Destination geht es auch nicht nur um Studenten. So. Es tut mir leid. Es tut mir leid für jeden Shardy-Film, aber so gesehen hat sie Unrecht. Es tut mir leid. Ich meine, Blair Witch Project, ja, ich glaube, das sind so Filmstudenten, eben halt, die so ein bisschen sich mit Filmen und sowas auskennen wollen. Und Scream, wie gesagt, es spielt man hier entweder in der Schule oder auf dem College. Ich meine aber in der Schule. Aber Final Destination hat nicht unbedingt was mit Studenten zu tun. Ich glaube, außer vielleicht ein Teil. Bin mir nicht sicher. Müsste ich mal googeln. Das ist nicht gerade beruhigend, Charlie. Du hast wirklich einen ungewöhnlichen Sinn für Humor. Aber er gefällt mir. Ich überlege das weiterzunehmen, weil mir gefällt ihr Humor. Ja, ich nehme das Zweite. Ich weiß, und auf diese Eigenschaft bin ich sehr stolz. Bleib so. Ich liebe dich deswegen. So vergraule ich alle leichtgläubigen Leute. Da weiß ich wenigstens, woran ich bin. Das ist gar nicht mal so eine gute, so eine schlechte Taktik. Ich meine, warum auch nicht, ne? Vor allem gibt es wirklich sehr viele leichtgläubige Leute. Vor allem, ich hatte auch in der Realschule, Gesamtschule, Realschule, wir hatten Real und Gymnasium zusammen. Und, wir haben dort auch ein paar Emos und Goths und Punks, also Punker so. Und die wurden ständig vorverurteilt. Und das fand ich jedes Mal total schrecklich, weil ich fand vor allem die Goths sahen so cool aus. Gebt mir eure Kleidung, gebt mir eure Körpergrößen und alles. Gebt mir euer Körpergewicht. Oh, naja. Ich lächelte sie an. Sie ist schon ziemlich eigenwillig. Aber ich bin sicher, sie könnte keiner Fliege was so leide tun. What? Ich bin gerade mit Shadi am Sprechen und auf einmal so... auf einmal meldet sich... Mr. Horty, Professor zu Wort. Und ich glaube, damit kann ich den Band beenden. Es tut mir leid, dass wir kaum Fortschritt gemacht haben, aber... Hey, Melanie hat heute viel zu reden. Ich weiß nicht warum, aber ich bin heute in Redelaune. Woo! Ich habe nur 16% bisher. This is sad. But, egal. Also, ja. Professor Seidi. Ryan. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Fangirl. Ich bin bescheuert.
Also, wenn euch dieser Part gefallen hat, abonniert doch unseren Kanal, drückt auf Gefällt mir, kommentiert und schaltet das nächste Mal wieder rein, wenn es dann wieder heißt Let's Play Swedamoris Campusleben. Bis dann, bye bye!